Wir sind Ella Herren, Charlotte Plecher, Chaset Gesesse und Aditi Kulturu, Teil der Schülergruppe Schüler gegen Vergessen für Demokratie an der Lichtenberg-Schule Darmstadt. Wir wurden eingeladen, eine der 1310 Deportierten des letzten Konvois von Drancy nach Auschwitz-II-Birkenau zu erforschen. Gemeinsam mit unserer Projektleiterin Frau Sachse haben wir die Biografie einer jüdischen Französin namens Fanny Assenstack rekonstruiert. Hierzu haben wir die Materialien vom europäischen Projekt Konvoi 77 im Memorial de la Shoah in Paris erhalten und heute werden wir euch die Biografie der Holocaust-Überlebenden Fanny Assenstack in Kurzfassung vorstellen. Das Besondere, sie gehörte zu den wenigen Überlebenden. Nur 157 Frauen überlebten insgesamt diesen Transport in den Tod und sie war eine davon. Und sie gehörte zu der Resistance. Anhand verschiedener Timelines werden wir zuerst die Lebensgeschichte Fanny Assenstacks präsentieren. Danach zeigen wir, wie strapaziös es für sie war, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Entschädigung zu erhalten. Die Anerkennung als Widerstandskämpferin blieb ihr verwehrt. Wir sehen sie als Hidden Figure der französischen Resistance und werden euch gleich dazu mehr berichten. Fanny Assenstack wurde am 22. Juni 1921 in Paris geboren. Ihre Eltern Salel und Perla waren beide osteuropäischer Herkunft. Ihre Mutter war eine Wirtschaftsmigrantin aus Polen und Fannys Vater hatte sich an der russischen Revolution 1905 beteiligt. Zu Hause wurde die jüdische Religion nicht sonderlich ausgelebt. Die Familie, welche aus ihrem älteren Bruder Maurice, Fanny selbst und ihren zwei jüngeren Brüdern Georges und Albert bestand, erlangte 1926 die französische Staatsbürgerschaft. Salel Assenstack besaß ein Lederwarengeschäft in Paris, in welchem Fanny, nachdem sie ihre Ausbildung absolviert hatte, 1937 arbeitete. Am 11. Juni 1940 verlässt die Familie Paris und zieht nach Lyon. Später trennen sich die Wege von Fanny und dem Rest ihrer Familie. Ihre Brüder und Eltern ziehen nach La Chapelle-Saint-Martin in Savoyen, während Fanny in Lyon bleibt und sich dort dem Widerstand anschließt. Vorerst war sie Teil der Gruppe von Julien Sermon, der am 16. Dezember 1943 ermordet wurde. Nach seinem Tod schloss sie sich dem MOR an und war dort als Kurierin tätig. Am 9. Juni 1944 wurde Fanny Assenstack in Lyon mit dem Großteil ihres Widerstandsnetzwerkes festgenommen. Sie wurde jedoch verwechselt, da die Männer dachten, sie sei eine Hélène, die für ein anderes Réseau verantwortlich war, da Fanny ähnliche Kleidung wie sie trug. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme war Fanny in der Rue Bourdeaux bei Madame Louise Rampon, die in ihrem Haus ein Waffenlager der Resistance versteckte, um dort Briefe vom Service Social du Rhin abzuholen und weiter zu vermitteln. Danach wurde sie 3 Wochen lang im Montluc-Gefängnis bei Lyon festgehalten. Am 1. Juli 1944 wurde sie weiter in das Internierungslager Drancy bei Paris gebracht. Dort waren weniger deutsche Aufseher. Im Gefängnis Montluc hatte sie die Gewalt und Folter der Gefangenen als sehr belastend erlebt. Die Situation in Drancy war bedrückend in Erwartung der Transporte in den Tod. Am 31. Juli 1944 wurde sie mit über 1300 anderen Deportierten, darunter auch ihre späteren Freundinnen Yvette Levy und Regine Skorka-Jacobert, mit dem Konvoi 77, dem letzten Zug, nach Auschwitz II-Birkenau deportiert. Bei der nächtlichen Ankunft in Auschwitz II-Birkenau wurden sie aus den Waggons gezerrt und geschlagen. Fanny beschreibt, dass sie sich in einem unmenschlichen Zustand befand. Ihre Haare wurden abrasiert und sie wurde auf verschiedene Weisen gedemütigt. Fanny erlitt 3 Monate in unmittelbarem Angesicht des Todes im Vernichtungslager Auschwitz II-Birkenau. Am 31. Oktober 1944 wurde sie in das Frauenaußenlager Kratzau, tschechisch Krastava, deportiert. Nun musste sie keine Angst mehr vor der Selektion in Auschwitz haben. Aber auch Kratzau war ein Vernichtungslager. Täglich starben 15 Menschen. Wie ihre Freundin Regine Skorka-Jacobert formulierte, starb man nicht durch Selektion, aber durch Hunger, vor Kälte, an Krankheiten und an der harten Arbeit. Fanny und ihre Mithäftlinge mussten täglich in 12-stündigen Schichten schwerste Arbeiten in einer Munitions- oder Flugzeugfabrik oder im Außendienst als Zwangsarbeiterin verrichten. Einige Tage nach dem ersten Arbeitstag schlugen deutsche Truppen die Fenster der Fabrik mit Steinen ein. Daraufhin stellten sie die Heizung ab, weil sie argumentierten, es lohne sich nicht, für die Arbeitssklaven Energie zu vergeuden. Anfangs musste Fanny draußen schwere Lasten schleppen. Irgendwann konnte sie bei der Herstellung von Kleinteilen einer Flugzeuglandebahn arbeiten und zerstörte als Akt der Sabotage 57 dieser Kleinteile. Dies fiel einem französischen Aufseher auf, der diese Teile vergrub, anstatt sie zu verraten.
Am 9. Mai 1945 wurde das Lager Krakau und somit auch Fanny Eisenstark befreit. Ihre Befreiungsgeschichte war mit vielen Gefahren wie der Angst vor Vergewaltigung und Bombardierungen verbunden. Ein ehemaliger Kriegsgefangener und französischer Offizier nahm Fanny und die anderen Frauen, die zusammen nach Frankreich zurückreisen wollten, unter seinen Schutz. Der geschwächte Zustand, in dem sich die Frauen nach der Befreiung Krakaus befunden haben, ist in dieser Illustration gut zu erkennen. Erst durch diesen Einsatz eines hochrangigen Offiziers waren die Frauen in relativer Sicherheit. Er versorgte die Frauen mit Nahrung, übergroßer Kleidung von der Luftwaffe, also Männeruniform, und einem Schlafplatz. Für 3 Wochen hatte er die Kleingruppe in einer leerstehenden Villa untergebracht. Er ermöglichte den Frauen, wieder einen menschlichen Zustand zu erreichen. Am 2. Juni 1945 kehrte sie nach Frankreich zurück, wo sie ihre Familie, welche den Holocaust mit Hilfe von Dorfbewohnern überleben konnte, wiedersehen konnte. Zusammen zog die Familie dann zurück nach Paris, wo Fanny wieder in der Lederwarenbranche tätig war. Am 11. Oktober 1947 heiratete sie Lucien Garot und begann ihr zweites Leben nach dem Holocaust, blieb jedoch kinderlos. Nach dem Krieg stellte Fanny, wie viele andere Überlebende, Anträge, um eine Entschädigung zu erlangen. Nachdem wir uns ausführlich mit den französischen Dokumenten und Nachfahren von Deportierten auseinandergesetzt haben, ist nun klar, dass Fanny zwischen 1948 und 1959 insgesamt 3 Anträge gestellt hat, wobei jedoch nur einer akzeptiert wurde. Den ersten Antrag stellte Fanny Assenstark am 21. Juni 1948. Hier teilt sie sich in die Kategorie der politischen Deportierten ein und bittet das Ministerium für Veteranen und Kriegsopfer um eine Stellungnahme. Das Ministerium antwortete ihr, dass ihr Antrag aufgrund der Gesetzeslage überprüft werden müsse. Außerdem sei ihre Deportation nicht ausreichend dokumentiert, was für Fanny wahrscheinlich sehr frustrierend, ärgerlich, aber auch enttäuschend war. Den zweiten Antrag stellte sie am 20. Januar 1954. Diesmal bemühte sie sich jedoch um den Titel Déporté Résistant. Sie berief sich somit auf ihre Tätigkeiten im Widerstand. Die einzige Reaktion, die sie hierauf bekam, war eine Empfangsbestätigung. Ihren dritten und somit letzten Antrag, erneut für den schwächer dotierten Titel Déporté Politique, unterzeichnet Fanny Anfang 1959. Die Reaktionszeit des Ministeriums war diesmal deutlich schneller und eine Sitzung, in welcher die Kommission eine positive Rückmeldung für ihre Titelanerkennung stellte, wurde am 26. Mai 1959 gehalten. In einem Schreiben vom 17. August 1959 ist zu lesen, dass die Französische Republik ihr den Titel Déporté Politique anerkennt. Erst am 14. September wird sie hochoffiziell von der Französischen Republik über ihre Titelanerkennung informiert. Im Brief schreiben sie ihr: Ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Gefühle zu akzeptieren, um Empathie und Verständnis für Fannys traumatisierende Vergangenheit auszudrücken. Die Schecknummer, ihre Entschädigungssumme, wurde ihr am 20. Oktober 1960 übermittelt. Jedoch ist uns der genaue Betrag nicht bekannt. Insgesamt zog sich Fanny Assensteins Kampf um Entschädigung über 12 Jahre hin, was für uns schwer vorstellbar bleibt, da sie die 3 Monate in Auschwitz überlebt hatte, eindeutig zu den Verfolgten der Nationalsozialisten gehörte. Aus Gesprächen mit Serge Jacobert wissen wir, dass auch seine Mutter, Regine Skorka Jacobert, viele Jahre auf dem Behördenweg um Anerkennung des durch den Holocaust erlittenen Leids ringen mussten und dass ihre Aktivitäten im Widerstand erst im Jahr 1996 anerkannt wurden. Widerstand gegen die deutsche Besatzung und Verfolgung der Juden ist in der Biografie Fanny Assensteins ein zentrales Thema. Doch was genau ist unter diesem Begriff Widerstand zu verstehen? Die französische Résistance war eine Bewegung aus einem Zusammenschluss Freiwilliger, die sich in verschiedenen Formen gegen die nationalsozialistische Besatzungsmacht während des Zweiten Weltkriegs einsetzte. Hierbei wird zwischen dem militärisch bewaffneten und dem zivilen Widerstand unterschieden. 96% der Widerstandskämpferinnen gehörten dem zivilen Widerstand an, der lange in der öffentlichen Wahrnehmung vernachlässigt wurde. Viele von ihnen waren daher Hidden Figures, also unerkannte Heldinnen, wie es auch Fanny Assensteins aus unserer Sicht gewesen ist.
Fanny Eisenstark wurde der Titel Déportée Résistant nicht anerkannt. Dies lag vermutlich daran, dass sie in kommunistischen Netzwerken aktiv war. Außerdem wurde möglicherweise beanstandet, dass sie als Kurierin zu wenig zum Widerstand beigetragen habe. Hier in dieser Quelle steht geschrieben, dass Fanny nur manchmal im Auftrag der Résistance Briefe überbracht habe. Doch wir haben Gründe dafür gefunden, warum sie sich den Titel Déportée Résistant verdient hätte, die auch unsere These, dass Fanny Eisenstark eine Hidden Figure ist, unterstützen. Dafür spricht ihr familiärer Hintergrund, in einer kommunistisch-liberalen Familie aufgewachsen zu sein, ihre Tätigkeit als Kurierin, die ihr Madame Rompin, die Besitzerin des geheimen Waffendepots, in dem sie verhaftet worden ist, in mehreren handschriftlichen Zeugnissen bestätigt hatte, ihr kontinuierliches Engagement unmittelbar nach dem Tod ihres Offiziers, das Netzwerk gewechselt zu haben und weitere Akte wie das Sabotieren von Kleinteilen in einer Flugzeugfabrik im KZ-Außenlager Krakau. Somit ist Fanny Eisenstark in unseren Augen voll und ganz ein Mitglied der Résistance. Wir hoffen, Fanny Eisenstark durch die Rekonstruktion ihrer Lebensgeschichte und vor allem ihrer Leistungen in dem Widerstand eine Chance auf später Anerkennung geben zu können. Sehr gerne würden wir Kontakt aufnehmen zu den Nachfahren der Fanny Eisenstark und von ihnen noch mehr über ihre Familie erfahren.